Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Ja, auch im Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Du? Laut Umfragen könnten sich 77% der CDU-Wähler eher Mr. Bean als Regierungschef vorstellen als Armin Laschet. Die drängendste Frage bei der Union lautet, wohin mit Armin? Vom sympathischen, planlosen Fettnäpfchen-Onkel der Union hat sich Armin längst zum renitenten Nervbolzen gemausert, der nach dem CDU-CSU-Wahldebakel wie ein Gaffer auf der Autobahn die Rettungskräfte blockiert. Ich höre von vielen Kollegen, dass Armin in eine beratungsresistente Phase eingetreten sei. Zu Ralf Brinkhaus soll er gesagt haben, wenn es keine Koalition unter seiner Führung gibt, dann strebe er an, US-Präsident zu werden. Kühner Plan, den aber alle Präsidiumsmitglieder der CDU unterstützen würden. Hauptsache er ist weg, wird da schon mal getuschelt. Für eine kurze Zeit stand Armin übrigens auch bei eBay drin. Was? Ja, aber er hatte nach 20 Stunden nur einen Beobachter und das war Markus Söder, der ihn selber reingestellt hatte. Ja, ich komm ja. Du, ich besuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Auch wenn das Präsidium anruft, dann sag ihnen, ich unterstütze den Vorstoß voll und ganz, der da lautet, raus aus dem Armin bis 2025. Ciao. Moin Armin. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, hast du schon mal daran gedacht, also kennst du den Spruch, wenn's am schönsten ist, soll man aufhören? Aber natürlich, Frau Merkel. Und das haben Sie beherzigt. Das können nicht viele. Ich werde es genauso machen. Ich warte jetzt nur noch schnell, bis alles schön wird. Ich hab's verkackt. Bitte? Nichts, nichts. Ach, machen Sie sich nichts draus, Frau Merkel. Glauben Sie ja nicht, bei mir würde alles rund laufen. Aua! Was machen Sie denn? Ich hab mir selber eine reingehauen. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.